Semantik ist. Der Ausdruck wird ausgewertet. Falls ein Kunstausdruck mit dem berechneten Wert existiert, wird an die entsprechende Stelle gesprungen und dort mit der Programmausführung fortgefahren. Falls kein entsprechender Kunstausdruck existiert, falls ein Default existiert, wird beim Default mit der Ausführung fortgefahren. Ansonsten ist die Switch-Anweisung beendet. Und da schauen wir uns mal ein Beispiel an. Hier wird zunächst ein Wert eingelesen. Jetzt kommt dieses Switch. Hier ist das, diese Switch-Anweisung. Switch, Klammer auf, Klammer zu, und dazwischen steht ein Ausdruck. Hier der Variablenname, der liefert den in der Variablen i gespeicherten Wert. Dann kommt ein Block. Der muss immer da stehen. Dann kommen hier solche Case-Ausdrücke oder hier dieses Default. Der Typ des Ausdrucks ist Int, und das sind Int-Literale. Also stimmt das auch. Kein Konst-Ausdruck kommt doppelt vor. Hier steht Case 1, 2, 3. Das Default kommt auch nur einmal vor. Also ist das, und dann kommen hier jede Menge Anweisungen, also ist das syntaktisch richtig. Was passiert hier? Wenn der Benutzer eine 1 eingibt, wird dieser Wert 1 in i gespeichert. Das heißt, dieser Ausdruck liefert i. Dieser Ausdruck liefert 1, nämlich den Wert, der in i gespeichert ist. Dann wird jetzt geguckt, gibt es einen Case mit dem Literal 1? Das ist hier der Fall. Also wird innerhalb dieses Rumpfes, dieses Blockes, an der entsprechenden Stelle fortgefahren. Das heißt, es wird ausgegeben, i gleich gleich 1. Und jetzt ist es unabhängig, dass hier noch weitere Case stehen, die werden einfach ignoriert. Es wird weitergemacht. Es wird ausgegeben, i gleich 1 oder 2. Und dann steht hier ein Break. Das Break führt dazu, dass dieser Switch-Rumpf verlassen wird. Das heißt, hiermit wird an diese Stelle gesprungen und mit Anweisungen fortgefahren, die dem Switch folgen. Gibt der Benutzer eine 2 ein, liefert dieser Ausdruck den Wert 2. 2 ungleich 1. Aha, hier steht 2. Das heißt, hat der Benutzer eine 2 eingegeben, wird an diese Stelle gesprungen und es wird ausgegeben, i gleich 1 oder 2. Durch das Break ist die Anweisung beendet. Hat der Benutzer eine 3 eingegeben, wird überprüft. 1, 2, 3, aha, hier ist das Label 3. Also wird ausgegeben, i gleich gleich 3. Durch das Break wird die Switch-Anweisung beendet. Gibt der Benutzer eine 4 oder 5 oder 6 ein, gibt es kein entsprechendes Case. Aber es gibt ein Default. Also wird ausgegeben, das heißt, das Programm springt an diese Stelle, IOPrintln wird ausgeführt und es wird ausgegeben, i ungleich 1, 2, 3. Und dann wird mit der Anweisung weitergemacht, die dem Switch folgt. Hier kann ich noch ein Break hinschreiben, das ist aber ja nicht unbedingt notwendig.